Drei Fragen, drei Antworten. Heute wieder aus dem Bundeswirtschaftsministerium in Berlin. Die erste Frage ist von Herrn Peeks. Wann tut das Wirtschaftsministerium endlich etwas, damit die Binnenkonjunktur und der europäische Binnenmarkt in Schwung kommt? Herr Peeks, um ehrlich zu sein, so schlecht sieht das gar nicht aus mit der Binnennachfrage. Sie steigt stärker als das Bruttoinlandsprodukt. Und wir finden, dass das schon mal ziemlich gut ist im Vergleich zu früheren Zeiten. Aber trotzdem, die Deutschen sparen immer noch lieber, als sie ausgeben. Und wir müssen deshalb auch die öffentlichen Investitionen noch stärker ankurbeln als bisher. Das tun wir schon und werden es auch weiterhin tun. Die zweite Frage kommt von Herrn Kraus. Der möchte gerne wissen, mit welchem Recht die EEG-Umlage für den normalen Benutzer ca. 25% des Strompreises ausmacht. Herr Kraus, es sind nicht ganz 25%, aber immer noch genug, denn die EEG-Umlage beträgt 6,88 Cent pro Kilowattstunde. Deswegen ist die Umlage noch hoch, aber wir sind in einer Stabilisierungsphase. Und ich bin ganz zuversichtlich, wir haben das damals eingeführt, um den Umstieg auf die erneuerbaren Energien zu finanzieren, weil wir da auch sehr viel Forschungsförderung finanzieren mussten und Menschen motivieren mussten, überhaupt Photovoltaikanlagen beispielsweise auf ihre Dächer zu bauen. Die dritte Frage, meine Damen und Herren, lautet: Wie wollen Sie Netzstabilität bei einer solch zu erwartenden Menge an E-Fahrzeugen gewährleisten? Ich nehme an, dass der Frager sich darauf bezieht, dass wir planen, mehr Elektroautos in den Markt zu bekommen. Das ist von uns mit eingepreist, dass die Fahrzeugindustrie bis zum Jahre 2020 die Ladesäuleninfrastruktur besser aufbaut und dass wir dementsprechend dann auch eine bessere Auslastung durch die Netze haben. Dafür wird die Bundesnetzagentur sorgen, denn das ist ihre Aufgabe. Meine Damen und Herren, das war's für heute. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Südafrika zu einer großen Konferenz, bei der es um die Zukunft Afrikas geht. Wir haben unser Konzept vorgestellt dafür, wie wir glauben, dass wir die Wirtschaft in Afrika besser ankurbeln können. Wenn Sie Fragen haben dazu, wie stellt sich Deutschland in den Wirtschaftsbeziehungen zu den 54 Staaten Afrikas auf, dann stellen Sie sie gerne. Nächste Woche Dienstag habe ich die Möglichkeit, sie zu beantworten, und dann hören Sie wieder von uns hier aus der Scharnhorststraße.